heißt dein Bruder vielleicht mal? Khalid Ta. Und der Kunde schreien, das freut mich, ja, ein bisschen. Du bleibst jetzt da! Position halten, Abu! Was geht ab? Alles gut bei dir? Ja, muss. Werf deine Sachen einfach nach hinten. Ja, kann ich den noch reinwerfen? Ja, mach dir ein bisschen Platz. Jetzt ab zum Friseur. Zum Friseur? Ab zum Friseur, ja. Heute kämpft Abu Bakr. Okay. Und dann muss ich sexy aussehen. Ich habe mir so ein, zwei Fragen überlegt. Einfach um ein bisschen so die Leute langsam ranzutasten, dich kennenzulernen. Mach, frag, schieß los. Und dafür nur mich interessiert erstmal, wo wir hier sind in Deutschland. Ich sag die ganze Zeit Mo, vielleicht dein richtiger Name. Was du so machst. Wo sind wir? Wir sind hier A, einmal in Deutschland, B, einmal in Dortmund. Also ich wohne hier, wir wohnen hier in Dortmund seit ca. 10, 11, 12 Jahren. Normalerweise gebürtiger Münsteraner. Genau gesehen aus Warendorf, einem kleinen Dorf nähe Münster. Mhm. Ja, jetzt mittlerweile seit schon etwas längeren in Dortmund. Ja, hier selber machen wir Kampfsport, MMA. Viele kennen uns ja hauptsächlich durch meinen Bruder, der mittlerweile halt in der UFC ist und ja demnächst auch kämpfen wird. Ja, was machen wir hier? Ganz normal überleben, uns durchboxen. Was ist dein Job? Ich habe Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Das heißt, ich arbeite zurzeit viel als Trainer, als MMA-Trainer, als Kindertrainer. Mache nebenbei aber auch noch viel Personal Training, das heißt, ich coache viel 1:1, trainiere viele ältere Leute bzw. Leute, die, sage ich mal, Übergewicht haben oder Ziele, wie zum Beispiel mal auch zu kämpfen, in den Cage zu gehen, die betreue ich dann zum Beispiel 1:1 und nebenbei habe ich noch vor kurzem das Schröpfen angefangen, das blutige Schröpfen, auch genannt Hajamat auf Türkisch und Hajama auf Arabisch. Kennen, denke ich, mittlerweile auch viele. Ist das das mit den Gläsern auf dem Rücken? Ja, genau, richtig. Das tut übrigens auch nicht weh. Viele fragen immer, tut das weh? Nein, das tut nicht weh. Das ist eher sehr entspannt. Aber ich glaube, das kennen mittlerweile sehr, sehr viele, auch jetzt in Europa weit. Empfehlenswert, kommt vorbei. Wir sind jetzt unterwegs, wohin? Also wo ist unser erster Step heute? Ja, jetzt heute fahren wir zum Friseur, das ist in der Innenstadt. Ein sehr, sehr guter Freund von mir. Okay. Und ja, der ist für mich einer mit der besten Friseure. Der schneidet sehr, sehr gut. Ich vertraue ihm da meinen Kopf an. Und wie ihr seht, habe ich langsam bitter nötig. Bist du sehr penibel? Es geht. Also ich vertraue ihm, der Aussehen ist mir schon wichtig, aber war mir mal wichtiger, als es jetzt heute ist. Mittlerweile weiß man oder sieht man, dass andere Dinge viel wichtiger im Leben sind. Du hast gesagt, dein Bruder ist bei der UFC. Ja. Das ist ja ein Riesending, so. Ja, richtig. Die weltgrößte Veranstaltung ist die UFC. Und er kämpft mittlerweile da schon ein paar Jährchen. Hat Höhen und Tiefen gehabt. Ja, jetzt hat er im Februar, genau am 19. Februar, seinen nächsten Kampf. Hat wieder einen sehr, sehr starken Gegner. Kämpft in Las Vegas. Ja, und inshallah wünschen wir ihm viel Erfolg. Aber der macht das schon. Der ist selber sehr, sehr fleißig. Der ist sehr selbstständig, sehr, sehr professionell in dem. Wie heißt dein Bruder vielleicht mal? Khalid Taha, also den kennt eigentlich fast auch jeder so sportlich gesehen jetzt. Waren wir über Rot? Nein, hat keiner gesehen. Hast du das drauf? Nein, das war noch orange. Ja, war sehr dunkelorange, genau, war das. Dunkelorange. Das war sehr dunkelorange. Er ist auf jeden Fall bekannt in Deutschland gewesen, dass er auf jeden Fall jahrelang die Nummer 1 in Deutschland war, ist er immer noch. Hat soweit eigentlich alles auch besiegt, ausgenockt. So, was machen wir nach dem Friseur heute? Nach dem Friseur habe ich einen wichtigen Termin mit einem guten Freund und gleichzeitig ja Kunden zum Personal Training. Wir fahren ins Fitnessstudio und ja, ich trainiere ein bisschen. Wir haben 60 Minuten Training, wo wir ihn ein bisschen fertig machen, Gas geben und ja, danach schauen wir einfach mal. Okay, also Friseur, Personal Training. Genau. Und danach? Eigentlich steht danach schon fast Abu Bakr dran. Wir müssen nach Düsseldorf fahren. Ich muss nach Hause mich einmal fertig machen. Und dann würde ich schon sagen, wir fahren nach Düsseldorf. Step by step. 18 Uhr beginnt die Veranstaltung heute. Dann würde ich sagen, in dem Fall
sehen wir uns gleich wieder beim Friseur. Yes, yes, yes. Peace. Da sind wir wieder. Moin. Die Mütze ist cool. Ja, die Mütze, die habe ich meinem Bruder abgezogen. Ja, wo bist du, du Verbrecher? Wo bist du vor Laden? Ich bin vor deinem Laden. Fühlst du dich besser jetzt? Immerhin anderer Mensch. Ich bin immer noch müde und kaputt, aber ich sehe auf jeden Fall aus wie ein anderer Mensch. Wow! Klar, ja. Immer. Seit 16 Jahren. Bis warum? Jetzt. Warum macht das Spaß? Weil es wehtut? Also ja. Ich meine gerade das mit der Nase. Klar, das macht Spaß, ein Wehtun. Und der Kunde schreien, das freut mich ja ein bisschen. Ja, das ist sehr gute Werbung. Jetzt, wo du das weißt, weißt du dich noch mehr drauf, oder? Ich tue gleich auch weh. Warte, bis das weg ist. Ja? Dann macht mir das auch Spaß. Ich habe vorhin angeboten, gehört, was ich. Partneraufgaben, dass sie sich ein bisschen die Schultern warm machen, Muskulatur warm machen, ein bisschen sich daran gewöhnen, die Hände oben zu halten und dann beginnen wir richtig mit den Aufgaben, also Partneraufgaben, feste zu schlagen, sauber zu schlagen und das geht jetzt. Bleibt mal stehen, ihr dreht euch, warum dreht ihr euch die ganze Zeit? Bleibt mal stehen, ihr dreht euch, den, wir schon schwindelig. Stehen bleiben arbeiten und mal mit Druck arbeiten. Keiner von euch haut fest. Mal mit Druck arbeiten. Ja, ihr macht puff, puff, puff. Arbeitet mal sauber. Rechte Hand am Puff, linke lange gerade. Schulter berührt euer Kiefer. Ich bin immer noch Step am Überlegen. Ja? Ich bin immer am Überlegen, welche Hand. Nee, das muss jetzt eine Routine finden. Ja, ihr steht Hände rein mit Fuß. Rein. Hier ist zu. Nicht Ellbogen auf. Ellbogen zu. Mo. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher beim Schröpfen, oder? Richtig, würde ich auch. Für heute genug? Genau, für heute. Also für hier genug. Genau. Wir sehen uns später. Wir sehen uns. So, wohin gehen wir jetzt? Jetzt fahren wir zu mir nach Hause. Mhm. Und ja, wie du siehst, waren wir ja beim Friseur. Dann zum Personal Training. Ich bin immer noch in Rot, das heißt, das ist derselbe Tag. ab in die Dusche, mich schnell frisch machen, vorbereiten. Und dann würde ich sagen, es geht langsam nach Düsseldorf zu Abu Bakr. Mhm. Dann geht's los. Und tipptopp, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Yes. So. Wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir gerade in Düsseldorf angekommen. Wir suchen einen Parkplatz im Hotel. Okay. Wie heißt das hier? Maritim Hotel, ne? Wallah, Salam Aleikum Hotel. Ich finde keinen Parkplatz. Mal schauen, wo ich jetzt gleich 7 Kilometer laufen muss. So, da sind wir mal gespannt. Kannst du dir deinen Parkplatz nicht merken? Nein, ich mache das immer schön im Parkhaus.
einmal ein Foto machen, weil hier ist Salam alaikum. Böse Zungen würden behaupten, das kommt vom Schläge bekommen. Kann ja, das mag sein, das mag sein. Hängt das zufällig zusammen? Ich krieg zu viele Schläge, glaube ich. Nein, ich bin sehr vergesslich, ich weiß nicht. Für mich sieht irgendwie alles gleich aus. Aber jetzt die Frage, wo sollen wir hin? Guck mal, Alter, der ist besoffen, bis zum geht nicht mehr. Allah. Beste Onkel, Amen. Du blamierst mich, Amen. Alter, zieh ihm alle, Amen. Komm mal her. Film das bloß nicht. Dritter Profikämpfe? Heute wieder sechste. Sechste? Ja. Und dritter MMA-Kampf dann in dem Fall? Ja, ja, dritter Kampf, ich meine. Bist du nervös? Also, du schaffst zu haben, dann ja. Wie war die Vorbereitung? Vorbereitung war ich Bombe. Ja, bist du zufrieden? Ja. Prognose für heute Abend? Shabir, Anna, Leo, Lami, Anna, Lami. Machst du? Abu, du bleibst jetzt da! Position halten, Abu! Saras in die Poyon, bitte! Nein! Abu, nicht aufgeben! Letzte Minute! Saras in die. Ja, Minute! Abu, letzte Minute! Korke! Position halten! Aufwärts, link aufwärts! Der läuft da rein, Abu! Saras Mana Schacke! Schritt! Ja! Jetzt sperren, nicht hinterherlaufen! Absperren! Geh Schritt nach rechts, jetzt deine linke okay, raus. Damit hast du. Schritt vor Abu. Lass doch der Ball durch. Nicht stark, nicht. So, Mo, da sind wir wieder. Die Fight Night ist vorbei. Deine Prognose im Stehen, was den Kobra-Kampf angeht, ist leider wahr geworden. Das zeigt aber auch wieder, was für ein gutes Auge du hast für diesen Sport. Was sagst du dazu? Ja, tatsächlich. Also erstmal tut es mir echt leid. Ich habe es dem Max echt gegönnt. Das ist ja sehr, sehr schade, aber ist egal. Durch jede Niederlage lernt man. Ist alles Erfahrung. Ich weiß, Max kommt hundertprozentig stärker zurück. Mhm. Ja. Aber ich habe es ja so ein bisschen gesagt, wenn das im Stehen... Ja, ist ja egal. Thema wechseln. Ja, schade. Ja, genau. Erinnerung und nächstes Jahr ist ein neues Jahr. Was sagst du heute zum ersten Tag, an dem du so lange vor der Kamera stehen musst? Ich glaube, so lange vor der Kamera ist das erste Mal. Ja, genau. Wie hat es sich angefühlt? Hat Spaß gemacht, war gut, unterhaltsam, immer wieder was anderes. Also mir hat es gefallen, mir hat es Spaß gemacht. Das heißt, morgen darf ich dich wieder begleiten? Morgen darfst du mich wieder nerven. geil. Perfekt, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an der Stelle. Genau. Und wir sehen uns morgen wieder. Adios, amigo.